Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal wieder gemeinsam eine meiner Schminkschubladen an und räumen die dann gemeinsam ins Badezimmer ein. Wenn dich das interessiert, dann bleib am besten dran. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Heute soll es also um die Schminkschublade 8 gehen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich wollte vorher noch reinlohnen, habe ich total vergessen. Also ich bin mega neugierig, welche Produkte dort auf mich warten. Wenn du dich gerade fragst, Schminkschublade, wovon redet sie dann nur? Verlinke ich dir einmal sehr gerne hier unter dem i das erste Video zu den Schminkschubladen. Dort findest du alle Erklärungen. Aber vielleicht einmal nur hier ganz kurz. Ich habe 3 Alex-Schränke, das sind ja diese IKEA-Schränke mit diesen vielen Schubladen. Und jede Schublade ist bei mir ausgestattet mit einem ganzen Full-Face, was ich daraus schminken kann. Also es enthält immer mindestens ein Make-up, ein Concealer, eine Lidschattenpalette, Bronzer, Blush, Highlighter, Lippenprodukte, alles, was man so benötigt, ist immer jeweils in einer ganzen Schublade. Und ich wechsle die Schubladen regelmäßig durch. Das heißt, ich räume die immer in meinem Badezimmerschrank an und dann verwende ich in einer bestimmten Zeit, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Lust und Laune, immer nur die Produkte aus dieser einen Schublade. So kommen alle Produkte mal dran und ich teste auch wirklich Dinge, an die ich mich sonst gar nicht so ranwagen würde. Und finde nebenbei noch so manche meiner Lieblingsprodukte. Heute geht es also um die Schublade 8. Damit wir die Produkte aber in den Badezimmerschrank einräumen können, müssen ja zuerst mal die ganzen Artikel aus Schublade 7 heraus. Das machen wir nun zuerst und im Anschluss daran zeige ich dir die ganzen Make-up-Looks, die mit Schublade 7 so entstanden sind. Und deswegen starten wir nun und gehen ins Badezimmer. Und damit heißt es mal wieder, willkommen zurück in meinem Badezimmer. Ich habe schon ein Körbchen bereitgestellt, um jetzt mit dir gemeinsam den Badezimmerschrank leer zu räumen. Es geht los hier mit den beiden Primern, einmal von Alvant und einmal von Monoskin. Ich habe beide so immer im Wechsel verwendet. Der Monoskin Primer ist sehr viel reichhaltiger als der von Alvant. Beide tun, was sie sollen. Sie ebnen die Haut ein bisschen ein, machen das Make-up etwas langanhaltender. Gefallen mir beide sehr gut. Der Unterschied ist halt wirklich, das hier ist reichhaltiger. Der Avant könnte man auch super im Sommer verwenden. Da würde ich den von Monoskin jetzt nicht benutzen. Genau, das räumen wir weg. Dann gibt es hier das Fixing Spray von I Heart Revolution. Das habe ich ganz gut verwendet. Gefällt mir. Der Duft ist sehr angenehm. Das fixiert das Make-up gut, macht es sehr lange haltbar. Also kann ich nichts drüber meckern. Wie du sehen kannst, der Deckel ist schief, habe ich auch das Make-up von Catrice recht gut verwendet. Das gefällt mir auch ganz gut. Es bleibt nur über den Tag nicht so schön wie noch beim Auftragen. Also über den Tag wird das so ein bisschen fleckig. Ich habe es jetzt versucht mit den beiden Primern eben und mit noch einem anderen Fixing Spray. Wollte wissen, ob es irgendwie daran liegt, aber das war es nicht. Irgendwie wird es über den Tag ein bisschen fleckig, aber meistens bin ich ja eh nicht so viele Stunden geschminkt, von daher, ja, die Deckkraft ist gut und es fühlt sich auf der Haut gut an. Also es ist trotzdem eine Empfehlung von mir. Dann habe ich hier den Augenbrauenstift von Lottie London in Dark Brown. Ich habe mich jetzt in der Zeit sehr gut an dieses Dunkelbraun auf den Augenbrauen gewöhnt. Gefällt mir total gut. Das ist ja der mit dieser ganz feinen Spitze, ließ sich super verteilen. Damit lassen sich prima einzelne Härchen nachziehen. Ja, eine ganz große Empfehlung. So, wir gehen mal runter. Hier ist mein Magic Finish. Nach wie vor meine Nummer 1. Von Catrice hatte ich ja auch den Concealer. Den Concealer habe ich tagtäglich verwendet, egal ob ich jetzt das Magic Finish benutzt habe oder die Foundation von Catrice. Das gefällt mir total gut. Könnte eine Nuance heller sein, meine ich, jetzt im Winter. 05 Warm Macadamia ist ein bisschen zu dunkel, also in heller würde es mir noch besser gefallen. Dann geht es hier weiter mit den 3 Mascaren. Einmal die von Maybelline, Judith Williams und Banana Beauty. Die von Judith Williams hat mir nicht gut gefallen. Also die schmiert unwahrscheinlich. Man sieht sie auch noch so ein bisschen an der Verpackung. Also das Bürstchen ist so voll mit Produkt. Und ich habe es sehr oft versucht und ich dachte, naja, vielleicht muss ich das erst eintuschen. Ist ja manchmal auch so. Aber ja, sehr, sehr schwierig. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich teste gerne weiter.
Ja, die von Banana Beauty, die Volume Up, die macht ihren Job immer richtig gut. Eine super Altersmaskara, aber auch wenn es mal etwas Besonderes sein soll. Und die Kolossal ist auch eine tolle Alltagsmascara. Hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung. Ich glaube, ich habe es beim Einräumen gesagt, dass mir die nicht so gut gefallen hat. Muss ich jetzt revidieren. Gefällt mir sehr gut. Eine Etage tiefer geht es weiter mit den Lippenprodukten. Das ist der einzige, den ich jetzt nicht verwendet habe. Das ist von Essence der Glow, dieser pH Reacting. Der ist so mega knallig, doch. Da weiß ich, bin ich irgendwie nicht zugekommen. Hat sich irgendwie nicht so wirklich ergeben. Deswegen bleibt der wirklich diesmal einmal ungenutzt. Ganz anders sieht es aus bei dem von Magic Finish, also von M. Asam. Das ist die Farbe, muss ich mal eben schauen, Pearl Rose. Den habe ich sehr, sehr häufig verwendet. Eine ganz tolle Alltagsfarbe, gefällt mir wirklich gut. Mochte ich sehr gerne leiden. Einmal, damit er auch einmal dran kam, war dieser hier von Sephora dran. Es ist ja so ein sehr helles Beige, das steht mir so überhaupt nicht. Ja, so hell sieht er jetzt gar nicht aus, ne? Aber auf meinen Lippen mag ich das einfach überhaupt nicht leiden. Aber ich wollte ihn wenigstens einmal benutzen, deswegen war der auch einmal dran. Bei sehr vielen Videos habe ich diesen Lipgloss verwendet von Essence Shine Shine Shine, diesen Red Look, und das ist die Farbe Deep Red Love. Der hat so einen tollen Schimmer, mochte ich unwahrscheinlich gerne leiden und ich finde, steht mir auch wirklich gut. Von Note habe ich ja noch diese beiden Lipsticks. Einmal so ein Nude-Ton und einmal ein Rotton. Den Rotton habe ich während einiger Weihnachtsvideos verwendet. Gefällt mir auch total gut. Überraschenderweise, ich dachte ja, Rot ist nicht ganz so meins, aber in der Zeit noch dazu gekommen ist das Lippenöl von Revolution, das so ein bisschen wie ein Lipgloss funktioniert, aber auch einen hohen Pflegeanteil hat. Deswegen bleibt der jetzt dauerhaft hier erstmal im Schrank und wird verwendet. Den Duft habe ich leider nicht leer bekommen. Kannst du es sehen, bis dahin ist es noch gefüllt. Ich habe es total geliebt, ne? Pom Pom von Mason, ups, da sind wir, Pom Pom von Mason Martin. Ach, ist ein ganz, ganz toller Duft, aber ich war viel zu wenig unterwegs und für zu Hause benutze ich das einfach nicht. Also ich wollte es mir auch dann ein bisschen aufsparen, wenn ich ehrlich bin. So, das war also der Spiegelschrank. Es geht weiter mit der Schublade. Hier ist einmal von Catrice der Highlighter. Den habe ich wirklich sehr häufig verwendet. Das ist ja dieser Creme-Highlighter. Den mag ich so gerne leiden. Der hat so ein schönes Finish. Richtig, richtig schick. Diesen Rainbow von Essence habe ich nicht so häufig verwendet. Ich glaube 2-3 Mal, damit er auch mal dran gewesen ist. Von Alverde den Bronzer. Der hat mir gut gefallen. Der sieht ja so sehr dunkel aus, ne? Das Matting Fine Bronzing Powder, aber im Gesicht kann man das gut verblenden und ein tolles Produkt. Ja, eins meiner ältesten Schätzchen von Alverde, der Blush in der Farbe Pretty Terra. Ja, sehr, sehr häufig ist der in meinem Gesicht gewesen, total gut. Nicht verwendet habe ich das hier von TYNT. Ich habe immer keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Es ist so ein Konturstift oder ein Bronzerstift. Ja, weiß ich nicht. Bin ich irgendwie nicht zugekommen. Der wartet jetzt auf ein nächstes Mal. Dieses Schätzchen hier, das ist ja ein Highlighter von I Heart Revolution. Sieht es überhaupt nicht. Ich habe den so, so häufig verwendet. Der macht wirklich einen tollen Schimmer und hat nicht so viele Sparkles, die man dann im Gesicht hat. Das mag ich sehr gerne. Also ich habe das schätzen gelernt, wenn es einfach nicht so überhighlighted aussieht. Das Puder aus dieser Schublade kommt von Essence, das All About Matte. Also da habe ich auch nichts Negatives zu sagen. Das habe ich sehr häufig verwendet, gerade beim Abpudern vom Concealer. Von Tarte gab es noch einen Blush, der hat mir auch gut gefallen. Dann gab es ja die Glow Palette und jetzt muss ich mal eben nachschauen. Das ist ja nicht die Bronzing Palette. Ich glaube, ich habe nur einmal den ersten Ton hier, wo mein Finger ist, verwendet. Weil ich einfach von diesem Marshmallow Highlighter und von diesem Creme Highlighter von Catrice so begeistert war, dass es hierzu fast gar nicht gekommen ist. Ganz anders sieht es mit der Bronze-Palette aus von Essence. Die habe ich sehr häufig verwendet. Ich glaube, das sieht man auch hier vorne den ersten Ton und auch ein paar Mal den dunkleren. Den Highlighter habe ich hier auch nicht verwendet. Dann hatte ich ja noch Face-Paletten von BH Cosmetics. Hier haben wir einmal Irland. Da habe ich den Goldton als Eyeshadow verwendet und einmal der Ton, der rechts daneben ist, dieses Rotgold.
Eine weitere Face-Palette von BH Cosmetic heißt Grease. Ja, da habe ich die Blush-Reihe oben einmal durchprobiert. Und der in der Mitte ist wirklich richtig schön. Eine ganz, ganz tolle Frische zaubert. Der mochte ich auch gerne leiden. Zum Schluss habe ich noch hier Aspen. Das ist ja diese bunte Highlighter-Palette. Ja, die wollte ich unbedingt testen. Dazu ist es aber diesmal leider auch nicht gekommen, weil ich, wie gesagt, so begeistert von den anderen Highlightern war. Auch untergegangen ist von CC hier dieser flüssige Eyeshadow. Den habe ich nur einmal getragen. Neu dazugekommen in dieser Zeit ist von Revive Loves Me die Mistletoe Kiss Palette. Und die habe ich auch so, so oft verwendet. Also das sind wunderschöne Farben. Die hast du jetzt ja gar nicht gesehen, dass ich die Schublade eingeräumt habe. Diesen krassen Goldschimmerton, siehst du schon, habe ich häufig verwendet. Genauso wie das Grünglitter, aber auch den grünen Schimmerton. Sowie hier diesen Rotton, die habe ich alle wirklich häufig benutzt. Und ja, ich mag es total. Damit lassen sich tolle Looks zaubern. Ein bisschen zu kurz gekommen ist auch die BH Cosmetics Palette Saint-Tropez. Zeige ich dir mal ganz kurz. Das war ja so sehr bunt, passte für mich jetzt nicht ganz so in die Jahreszeit. Vielleicht ist die Schublade nochmal irgendwie im Sommer dran. Dagegen habe ich Switzerland recht häufig verwendet. Das passt ja auch irgendwie besser, gerade diese Grüntöne und da auch diese beiden Rottöne habe ich sehr häufig getragen. Dann gab es noch Puerto Rico. Hier bin ich bei diesem Kupferton und dem Rostton häufiger gelandet, als auch dieses schmutzige Gold. Das mochte ich auch sehr gerne leiden, ja. Tolle Farben waren dieses Mal dabei. Und die letzte Palette kommt von Seattle London. Die gab es mal in der Glossy Box. Das ist so eine Nude-Palette und wenn ich irgendwie keine Lust hatte, mir irgendwas zu überlegen und es einfach schnell gehen musste, habe ich auch ein paar Mal zu der gegriffen. Ja, gerade diesen Braunton, da unten das Rot, hier vorne dieses Beige und die beiden Schimmertöne sind das ein oder andere Mal auf meinem Auge gewesen. Ja, und wie die Looks aussehen, die mit dieser Schublade entstanden sind, das siehst du jetzt. Und da sind wieder meine Alex-Schränke. Und wenn wir jetzt hier gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da habe ich jetzt alles wieder eingeräumt, die ganzen Produkte gerade aus dem Badezimmer. Und hallo, Schublade Nummer 8. Ja, das sieht ganz gut aus, oder? Ich würde sagen, ich räume das mal eben raus und zeige dir den Inhalt. So, ich würde sagen, wir legen los mit dem Inhalt von Schublade 8. Ich muss vielleicht eben dabei sagen, dass du jetzt gerade hier keine Essence-Produkte siehst. Das liegt einzig und allein daran, dass ich gerade dabei bin, die Produkte zusammenzustellen für das One-Brand-Video mit Essence, das gewiss schon online ist, wenn dieses Video online kommt. Ich habe also dann schon ein Full-Face-Make-up mit den Produkten von Essence geschminkt und dir alle meine Essence-Produkte einmal vorgestellt. Das verlinke ich dir natürlich sehr gerne unter dem i. Schau da doch auch mal vorbei. Deswegen, die fehlen jetzt hier. Nach dem Video kommen die dann halt direkt ins Badezimmer. So, deswegen zeige ich dir jetzt erstmal die Produkte, die gerade hier sind. Als Primer habe ich hier von Fix & Rouge den Primer. Den finde ich richtig super. Der ist ein bisschen kostspielig und war es ein oder andere Mal schon in Boxen enthalten, worüber ich mich jedes Mal sehr freue. Ich schnappe mir auch gerne immer aus Wanderpaketen raus, weil das ein ganz tolles Produkt ist und ich freue mich, dass ich das nun wieder verwenden kann. Es gibt noch einen weiteren Primer, der kommt von ReLove Revolution, das ist ja eine Untermarke von Revolution, der H2O Hydrate Primer, das ist so ein Pumpspender, habe ich auch schon sehr häufig verwendet, ist ein ganz tolles Produkt, auch ideal für den Sommer, bietet eine tolle Grundlage für das Make-up und versorgt die Haut trotzdem noch gut mit Feuchtigkeit. Ja, zwei super Primer in dieser Schublade. Auch Concealer habe ich zwei Stück, einmal hier von Revive Loves Me, der Skin Optimizer. Under Eye Concealer, das hier ist jetzt die Farbe, wo finde ich das? 01 Light Nature, genau. Ja, habe ich auch schon das eine oder andere Mal verwendet, gefällt mir ganz gut. Und einer meiner liebsten Concealer befindet sich auch in der Schublade, der von Icona Way of Light. Das ist hier die Farbe 02. Und der fühlt sich so leicht an, der ist bestimmt nicht mehr viel drin. Dieser hier war mal ursprünglich in einer Glossy Box, aber auch den schnappe ich mir jedes Mal, wenn der in einem Wanderpaket drin ist. Ich finde ihn einfach super. Ich befürchte fast, dass der mit diesem Mal jetzt hier, wo ich die Schublade verwende, aufgebraucht sein wird.
Ich meine, einen hätte ich auch schon leer gemacht. Ich glaube wohl. Dafür gibt es nur ein Make-up. Das ist jetzt vom MASA Magic Finish das Make-up. Also nicht das Magic Finish. Das war, glaube ich, mal im Adventskalender drin. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Das habe ich noch nicht verwendet. Ich bin sehr gespannt. Abgepudert wird natürlich auch. Einmal habe ich hier von Love Mineral Powder Foundation. Da muss ich ein bisschen gucken, ob ich das dann vielleicht auch mal als Foundation ausprobiere. Aber eigentlich benutze ich solche Produkte ja auch ganz gerne einfach zum Abpudern. Das hier ist nämlich auch eine Farbe 10 Light. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Bin ich sehr gespannt drauf. Und abgepudert wird auch mit diesem Produkt von CC. Das ist der Nussknacker. Oder aus der Nussknacker-Reihe. Diese wunderschöne Verpackung. Und der ist wirklich noch ganz neu. Den habe ich noch nicht verwendet. Das ist so ein gebackenes Produkt. Und von CC gibt es bereits auch ein Video, wo ich ein Fullface nur mit CC-Produkten schminke. Verlinke ich dir auch sehr gerne mal unter dem i. Nach dem Abpudern geht es bei mir immer an den Bronzer oder ans Contour geben. Hier haben wir ein weiteres CC-Produkt. Das ist nämlich ein Contour-Produkt. Es kommt immer in so einem schönen Samtsäckchen daher und diese fantastische Dose. Genau, das schaut nämlich so aus. Ich muss mal gucken, das ist ein sehr aschiger Ton, ob das wirklich zum Konturieren geeignet ist. Muss ich einfach mal ausprobieren. Und dieser wundervolle Bronzer befindet sich auch in der Schublade, wie so ein paar andere Produkte noch aus dieser Reihe. Das ist von Catrice aus dieser Sister LA, die Disney Classics. Hier haben wir jetzt von Susi und Strolch den Bronzer Lady. Der schaut so aus, man sieht das hier, ich habe den schon ein paar Mal verwendet, der lässt sich super verblenden. Also ein ganz tolles Produkt und so viel Produkt. Das ist ja ein riesen Bronzer. Steht überhaupt drauf, wie viel da drin ist? 26 Gramm, mega krass. Also ja, freue ich mich drauf. Oh, wunderbar. Be Brave ist die Farbe. Blush haben wir einmal hier, einen Liquid Blush von Bloomy, oh la la. Das ist so ein Creme-Blush, der beim Swatchen damals, genau, der kommt nämlich aus der Blessing-Box, mich ein bisschen überrascht hat, weil der mehr und mehr und mehr aus meinen Handrücken wurde. Aber ich habe ihn jetzt schon das ein oder andere Mal im Gesicht getragen und da lässt er sich wirklich gut verblenden. Also eigentlich ein ganz tolles Produkt. Ein weiterer Blush kommt von Kiko. Den habe ich mir mal bei einer Bestellung zugelegt. Schaut so aus und, ups, andersrum. Das ist die Farbe. Der von Bloomy ist so ein bisschen pink. Darum haben wir hier jetzt so einen Rosenholzton. Also ein guter Kontrast. Kann man mal dieses und mal jenes ausprobieren. Finde ich ganz toll. Und für noch mehr Abwechslung gibt es noch von Trend It Up Bold Blush Set. Also so ein Dreier-Set, wo man sich mal durchtesten kann. Jetzt gerade, wo ich das Video drehe, habe ich das hier auch noch nicht verwendet. Ist also noch ganz neu. Hier haben wir einmal so ein bisschen Schimmer mit drin. Ja, ganz subtil, also muss man auf jeden Fall aufbauen. Und dann noch einen etwas dunkleren Ton, den man vielleicht auch zum Konturieren benutzen könnte, muss ich mal sehen. Highlighter gibt es da ein paar mehr. Da haben wir einmal von W7 so ein Shimmer Brick. Das kommt aus dem Adventskalender von W7. Habe ich noch nicht im Gesicht getragen, nur bisher geswatcht, aber ich finde es großartig. Es ist so ein Multicolor Highlighter, richtig cool. Von Kiko habe ich auch in der Schublade einen Highlighter. Das ist hier diese Fruit Explosion Reihe und das ist der Coral Sunset. Also so heißt der Farbton. Das sind diese Verpackungen, die alle aussehen wie so Früchte. Richtig toll. Und hier drin verbirgt sich eine Prägung mit Himbeeren. Und ja, es ist so ein bisschen ein kupferner Highlighter. Aber auch schön dezent, also gibt so einen schönen Schimmer, so ein richtiges Leuchten im Gesicht, freue ich mich drauf. Ja, und in der letzten Schublade hatte ich ja schon eins von diesen Produkten hier von iHeart Revolution. Da war es ja der Marshmallow Highlighter, hier haben wir jetzt Sugar Cookie Highlighter. Und der andere hatte mich ja so überzeugt, der war so, so schön. Ich hoffe jetzt, dass es hier ähnlich sein wird. Mal so schaut die Verpackung aus. Das Ganze ist sehr ähnlich, aber geht hier etwas mehr ins Rosé. Ich weiß nicht, ob das so alltagstauglich ist. Ein bisschen mehr. Ja, kann man jetzt hier schlecht in dem Licht erkennen. Aber es ist so ein bisschen mehr ins Rosé. Ich bin gespannt.
Dann habe ich noch so ein Highlighter Pen von Catrice, Made to Stay Highlighter. Das ist so gerade für den Innenwinkel gedacht. Der ist auch schon ein bisschen abgerockt bei mir. Den habe ich schon sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ja, aber funktioniert immer noch einwandfrei. Von daher, ja, ist der jetzt auch noch mit dabei. Und hier habe ich so eine kleine Probe von Valentino. Ein Highlighter, Russa. Ich habe keine Ahnung, das war mal irgendwo mit dabei. Das ist so ein Liquid Highlighter, der aber auch einiges zu können scheint. Also ja, freue ich mich drauf, den auszuprobieren. So, ich räume das mal eben weg und dann geht's weiter. Ein Augenbrauenprodukt haben wir natürlich auch. Das kommt von Catrice, Clean ID, Pure Eyebrow Pencil. Und das hier ist die Farbe 20 Medium. Kriegen wir hier noch was hin? Ja, ist ein bisschen heller als das, was ich jetzt zuletzt verwendet habe. Wird ein bisschen Umstellung, aber ich denke, das geht auch in Ordnung. Mascaren habe ich ganze drei in dieser Schublade. Einmal kommt die hier von Art Deco. Da habe ich ja dieses gesamte Set von dieser Reihe bei Klanganzeigen shoppen können. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe die, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Es ist so ein dickes Faserbürstchen. Es gibt dann Volumen. Ich meine, ich habe sie noch nicht getestet. Also wird eine sehr, sehr spannende Schublade werden. Mir bekannt dagegen ist die Mascara von Cass. Das ist die Day Mascara. Die habe ich auch schon oft verwendet. Die schaut so aus. Das müsste ein etwas feineres Bürstchen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ein Silikonbürstchen und ja, ganz, ganz filigran. Die ist ideal für einen Alltagslook, ne? Und die dritte im Bunde... Und die dritte Mascara im Bunde kommt von Love, Love Rose. Die kommt aus dem Adventskalender, den ich von Love hatte. Das ist so eine wunderschöne goldene Mascara mit so Rosen drauf bedruckt. Und die habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Wo ich das Video gerade drehe, bin ich auch noch am Adventskalender auspacken. Das ist ein Faserbürstchen, was so ein bisschen spitz zuläuft. Also drei verschiedene Bürstchen. In der letzten Schublade waren ja sehr ähnliche Bürstchen. Hier habe ich jetzt wirklich mal die Auswahl. Einen Duft gibt es auch in der Schublade von Valentino, Born in Roma. Alles klar, da ist gar nicht so viel drin. Ich weiß gar nicht, wie ich an diesen Duft rankomme. Der scheint ja auch schon mal benutzt worden zu sein. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, aber vielleicht kriege ich dann jetzt ja endlich mal einen Duft aufgebraucht. Auf die Lippen gibt es von Manhattan High Shine Lip Gloss. Den habe ich auch mal von Nina bekommen. Es ist so ein wunderschöner Rosé-Glanzton. Also richtig, richtig hübsch. Habe ich auch noch nicht getestet. Geht ja auch nicht, ne? Wenn man so viel Zeugs hat, kann man nicht schon alles einmal ausprobiert haben. Von Revolution einen richtig schönen roten Lippenstift. Das ist die Farbe Slow. Der kommt auch aus dem Adventskalender, wenn es mal was Besonderes sein soll. Heiligabend steht ja noch bevor. Vielleicht nutze ich den dann mal. Von M.Asa Magic Finish Starshine Lip Öl. Das habe ich jetzt hier mit reingegeben, weil das auch Farbe enthält und nicht nur ein reines Öl ist. Sehen kannst, habe ich damit auch so ein bisschen Farbe auf den Lippen. Ich mag solche Produkte von M.Asa total gerne und das kommt auch aus dem Magic Finish Adventskalender. Und dann meine beiden Schätzchen, Lady und Marie, das sind die beiden Lippenstifte von Catrice aus dieser Disney Classic Reihe. Hier haben wir einmal Marie, das ist so ein wunderschöner Roséton, Pink Bow nennt sich das. Und Lady ist etwas dunkler, aber sehr ähnlich. Romance nennt sich die Farbe. Ja, freue ich mich auch drauf. Habe ich schon einmal getestet, als ich die ganz neu hatte. Haben mir unwahrscheinlich gut gefallen und ich freue mich jetzt drauf, sie dann regelmäßig verwenden zu können. Zum Fixieren gibt es auch was und auch da freue ich mich drüber. Das ist nämlich das Fixing Spray von Sassy Beauty. Es riecht unwahrscheinlich gut, hat einen richtig tollen Sprühstoß. Es ist mega viel enthalten in der Flasche, nämlich 100 Milliliter. Also da habe ich noch sehr lange Freude dran und ich mochte es bei den ersten Malen, wo ich es probiert habe, sehr gerne. Monolidschatten gibt es auch. Hier habe ich einmal von Catrice einen. Der nennt sich Live on a High Heels. Alles klar. Ich glaube, den gibt es auch schon gar nicht mehr. Das ist so ein ganz toller Schimmerton. Haben wir noch ein bisschen Platz hier. Das ist dieser Farbton hier. Das ist genau meins, ne? Da braucht man gar nicht viel mehr als diese Farbe. Richtig schön. Und zwei Creme-Eyeshadows von Revolution, die jeweils auch aus dem Adventskalender kommen. Einmal einen Silberton und einmal einen Kupferton.
Genau, das räume ich eben wieder zur Seite und dann geht's an die Lidschattenpaletten. Lidschattenpaletten habe ich einmal von River Loves Me, Dare to Scar. Das ist eine neue Palette aus dem letzten Herbst. Ja, zu Halloween kam die, glaube ich, raus, ne? Aber ich mochte es, dass sie mal so ein bisschen düsterer aussieht, so ein bisschen dunkel. Das hat mir ganz gut gefallen. Getestet habe ich sie noch nicht, wie du siehst, noch nicht mal geswatcht. Die ist so in meinen Schubladen gelandet. Wir können jetzt zusammen mal eine Farbe ausprobieren. Vielleicht einmal diesen Silberton hier. Ja, das sieht aus wie so ein Topperton, würde ich sagen. Dann hier dieses Braunrot, das ist mir ein richtiges Rot. Toller Schimmerton und vielleicht einen matten, das Lila. Oh ja, sehr schön. Also Pigmentierung ist in Ordnung. Mal sehen, wie es dann so auf dem Auge wird. Dann habe ich hier meine erste CC-Palette, die bei mir angekommen ist. Das ist eine aus dieser British Museum-Reihe mit dem Scarabeus drauf. Die Palette sieht genauso aus wie die Umverpackung. Genau, das ist eine meiner ersten. Ob es jetzt genau die erste ist, jetzt bin ich gerade irritiert. Ich glaube, bei meiner allerersten habe ich die Spiegelfolie abgemacht. Ich weiß es nicht genau. Aber hier sind wunderschöne Schimmertöne drin. Aber es fängt, glaube ich, die Kamera schon ganz gut auf. Es ist sehr nudig hier, sehr erdig. Hier ist so ein toller, dunkler Magentaton. So, dass ich die Hand gerade wieder sauber gemacht habe. Dann haben wir hier so ein schickes... Ist das ein Blau? Oh, Blau mit verschiedenen Sparkles. Das hier ist so ein Multichrome, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sehr schön. Also die kann bestimmt auch einiges. Ja, und dann sind natürlich in der Schublade auch, wenn wir schon die Lippenstifte haben und den Bronzer, die drei passenden Catrice-Paletten. Genau, da haben wir einmal Lady. Das sind so richtig schöne Nude-Töne, ein bisschen auch was Goldenes und hier so einen schicken Ockerton. Also wunderbar, habe ich bisher nur geswatcht und ich glaube einmal getragen. Ich glaube, da habe ich auch diesen Ton hier verwendet. Genau, das ist auch so ein richtig schöner Farbton. Ja, sehr schön. Genau, Lady, wir rutschen mal eben so ein bisschen. Dann gibt es Miss Bunny. Hier haben wir auch wieder Nude-Töne, die haben alle, also sehr viele Nude-Töne, aber hier haben wir eben auch ein bisschen was Fliederfarbenes und einen Türkiston. Und hier unten ist ein ganz dunkel, ja, ich sag mal Magenta, ne? Magenta, Lila, sowas in der Art. Richtig schön. Könnt ihr auch einmal diesen Türkiston, habe ich noch einen sauberen Finger, der ist wieder sauber. Das ist so ein super Schimmer, ein bisschen eisig. Herrlich, ich freue mich drauf. Den rutschen, kriegen wir alles unter. Und natürlich Maries auch am Start. Und hier haben wir auch wieder nudig, gehen dann aber wirklich in die Pink-Richtung. Also richtig schöne Pink-Töne, obwohl dieser hier auch noch besonders ist. Ja, das Licht ist hier einfach nicht so gut, ne? Ja, ich denke, du kannst es sehen. Und wirst es ja dann jetzt auch auf meinem Auge demnächst sehen. Ja, das war also die Schublade Nummer 8 und ich räume jetzt eben alles ins Badezimmer ein und dann zeige ich dir das nochmal. So, willkommen zurück im Badezimmer. Ich zeige dir jetzt einmal eben noch schnell, wo ich die Sachen eingeräumt habe. Primer, Make-up, Fixing Spray, hier ist der Augenbrauenstift, die drei Mascaren, die beiden Concealer, weiter runter, Lippenprodukte, der Duft. Und in der Schublade, hier wird es jetzt langsam ein bisschen eng. Ich muss mir irgendwie was anderes noch überlegen. Hier sind die ganzen Lidschattenpaletten und der Platz reicht einfach nicht mehr für alles Übrige. Also für die ganzen Teintprodukte ist das nicht mehr ausreichend. Und ich habe hier jetzt noch ein Gläschen stehen mit diesen Creme-Lidschatten und dem Highlighter-Stick. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was umräumen, dass ich mich hier ein bisschen mehr ausbreiten kann. Mal sehen, vielleicht sieht es ja anders aus, wenn wir die Schublade wieder gemeinsam hier rausräumen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!